Herzlich willkommen bei dem Podcast Menschen für Menschen, in dem wir heute mit einer ganz interessanten Frau, der Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes in Bonn sprechen, mit Frau Ellen Heimes. Guten Tag, Frau Heimes. Hallo, Herr Sabel. Frau Heimes, wie geht es Ihnen? Den Umständen entsprechend. Wir halten uns gut über Wasser, würde ich sagen, bisher. Was macht Ihr Team? Wie geht es Ihrem Team? Wir treffen täglich Absprachen, um arbeitsfähig zu bleiben. Wir teilen uns auf, versuchen uns möglichst nicht zu begegnen und ja, nutzen wie fast alle aktuell alles, was die digitalen Medien hergeben, um in Kontakt zu bleiben. Der Kinderschutzbund in Bonn, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, ein paar Worte zu Ihnen und zu der Arbeit Ihrer Einrichtung. Ja, den Ortsverband in Bonn gibt es seit ein bisschen über 50 Jahren und wir sind ein freier Träger der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Wenn man unsere Arbeit zusammenfassen möchte, kann man sagen, wir stabilisieren Familien in unruhigen Lebensphasen. Wir helfen bei Überforderungen in ihren Erziehungsfragen. Wir helfen, geben Beratung in Notlagen oder auch in besonderen herausfordernden Situationen, zum Beispiel bei Trennung und Scheidung. Und wie stelle ich mir das konkret vor? Kommen dann ganz viele Menschen zu Ihnen in die Einrichtung oder läuft es eher telefonisch? Wir haben den Familiennotruf, der für alle Menschen offen ist und der täglich bei uns besetzt ist, bis auf die Wochenenden. Da können wir das leider nicht gewährleisten. Und wir haben ansonsten sehr starke Beratungsangebote und Begleitungsangebote, die in enger Abstimmung mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie in Bonn laufen. Sie haben das eben schon angedeutet, dass die Zeit, in der wir jetzt sind, in der Corona-Pandemie, für Sie deutliche Einschnitte in der Arbeit bedeutet, in der Art, wie Sie sich organisieren, wie Sie mit Ihren Klienten zusammenarbeiten. Stellen Sie denn auch schon Veränderungen fest in der Art der Probleme, die jetzt auf Sie zukommen? Ja, wir merken auf jeden Fall, dass es Veränderungen gibt, denn die Familien, die wir begleiten, betreuen, sind eben nicht in einem festen sozialen Netz integriert und brauchen die Hilfestellung der Fachkräfte. Und je stärker jetzt Familien auf sich zurückgeworfen werden, um alleine diese Situation bewältigen müssen im Alltag, umso stärker merken wir, dass unsere Familien in Anführungsstrichen hier an Grenzen kommen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptherausforderungen, die jetzt für Familien bestehen, die jetzt auf Familien zukommen? Also wir sehen bei den Familien, die in unseren Projekten angedockt sind, vornehmlich zwei Ebenen, die unterversorgt sind. Es gibt zum einen eine ganz basale Unterversorgung, dass die Tafeln geschlossen haben, dass die sozialen Kaufhäuser geschlossen haben und dass da Familien jetzt wirklich in eine Schieflage geraten, wie sie ihre Familie versorgen. Das sind zum Beispiel auch Familien, wo Kinder, die in Kitas, Schulen, OGS täglich ein warmes Mittagessen bekommen, dadurch eine ganz reale Entlastung der Familienbudgets erfahren. Und das sind eben Familien, die auch überhaupt nicht auf irgendwelche Lieferdienste und dergleichen zugreifen können, weil das Geld überhaupt nicht vorhanden ist. Das ist eine ganz wesentliche Ebene. Und diese existenzielle Not, die die Familien auch im normalen Alltag spüren, potenziert sich gerade durch Jobs, die wegfallen, durch Kurzarbeit, die vonnöten ist. Und davon sind diese Familien überproportional häufig betroffen. Und die andere sehr relevante Ebene, die wir sehen, ist, dass die Teilnahme am Schulsystem, am Betreuungssystem in gar nicht wenigen Familien einen Teil des Schutzplanes darstellt, um Kinder vor Kindeswohlgefährdung im familiären Umfeld zu schützen. Und dieser Kontakt geht gerade deutlich runter, in den Augen der Fachkräfte viel zu deutlich runter. Es ist jetzt besonders wichtig für die Familien, einen eigenen Rhythmus, eine eigene Struktur zu finden, die eine gewisse Regelmäßigkeit der Familie gibt und eine Struktur dadurch auch eine Stabilität gibt. Und jetzt ist überhaupt nicht die Zeit, besondere Projekte anzustoßen oder hochfliegende schulische Leistungen der Kinder zu erwarten. Jetzt ist es wichtig, die Zeit, die man gemeinsam hat als Familie, auch gemeinsam zu verbringen, mit möglichst wenig hohen Erwartungen, um die Konflikte gar nicht erst hochkochen zu lassen. Also jetzt wäre eine Zeit,
zusammen zu kochen, zusammen spazieren zu gehen, zusammen zu spielen und den Kindern möglichst zu vermitteln, dass ihre Bedürfnisse, die ja weiterhin vorhanden sind, genauso normal sind, wie sie das auch vor der Corona-Zeit waren. Ich höre also bei Ihnen raus, dass Sie mit einer gewissen Sorge in die Situation von Familien jetzt gucken. Wenn Familien merken, hier hängt wirklich was schief, wir kommen in einen Bereich rein der Konflikte, die wir selbst nicht mehr handeln können. Was können Familien in Bonn dann tun? Ja, es gibt in Bonn speziell für Kinder und Jugendliche die Nummer gegen Kummer oder wie es jetzt heißt, das Kinder- und Jugendtelefon. Dort können sich Kinder und Jugendliche selber melden unter der Nummer, jetzt muss ich es ablesen, damit es keinen Fehler gibt, 116 111. Das ist eine bundesweit kostenfreie Rufnummer. Dort kann man von montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr geschulte Menschen am Telefon erreichen und kann seine Sorgen und Nöte loswerden. Zum Beispiel, wenn die Eltern mehr streiten als sonst, wenn man mitbekommt, dass die Familie in eine Sorge gerät durch Jobverlust, durch existenzielle Notlagen oder wenn man zum Beispiel mit psychisch erkrankten Eltern groß wird und da unter einem großen Druck steht, aber auch die vermeintlich banalen Probleme wie Liebeskummer, ich fühle mich mit meinen Freunden nicht wohl, ich fühle mich in meiner gesamten Haut gar nicht wohl, dann darf das alles dort abgegeben werden. Und für Erwachsene ist es natürlich weiterhin sehr, sehr wichtig zu wissen, dass das Angebot der Telefonseelsorge auch bundesweit gilt unter einer kostenfreien Nummer. Das ist die 0800 111 0111. Die Stadt Bonn hat ja auch ihr Telefonangebot erweitert. Und das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Botschaft zu sein, bitte zögern Sie nicht, rufen Sie lieber mehrfach und einmal zu viel an, denn das ist natürlich gerade eine ganz große Herausforderung. Frau Heimes, das waren ganz wichtige Eindrücke von Ihrer Arbeit, aber auch ganz wertvolle und ernstzunehmende Hinweise, wo Menschen und Familien, die jetzt in Schieflagen geraten, die in Sorge geraten, die Ansprechpartner brauchen, sich hinwenden können. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen für alles das, was vor Ihnen liegt, alles Gute und viel Erfolg. Auf Wiederhören. Vielen Dank.